Die DHV-News vom 4. Januar 2019. Thailand legalisiert Cannabis als Medizin. USA legalisieren Nutzhanf. Herzlich willkommen bei den DHV-News und euch allen ein wunderbares, frohes neues Jahr 2019, auf das die Welt Cannabis legalisieren möge und ihr alle ein super tolles Jahr habt. Darauf habe ich uns noch eine kleine Bombe mitgebracht, um das nochmal anzusagen. Hier ein bisschen Silvester-Nachfeier. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Ist ja quasi irgendwie immer so einigermaßen live sozusagen. Yay, Party! Und so viel dazu. Wer sich nochmal mit dem letzten Jahr beschäftigen will, 2018 und unseren Jahresrückblick noch nicht gesehen hat, der möge nochmal auf unsere Seite schauen. Link unter dem Video, da findet ihr einen ausführlichen schriftlichen Jahresrückblick. Und auch ein Video, das ich zusammen mit Florian Rister gedreht habe. Einige von euch haben es schon gesehen, manche nicht. Insofern schaut mal rein, falls euch das interessiert. Und wir haben noch was zu feiern, ja, jetzt für den Jahreswechsel. Wir haben gerade die 3000 privaten Fördermitglieder überschritten. Auch ein sehr schönes Ereignis sozusagen. Die Tausenderschwelle überschreiten wir nicht alle Tage. Und ja, möge das auch 2019 wieder passieren mit der 4 oder 5 vorne dran. Noch eine kleine Info, bevor es wirklich hier losgeht. Viele von euch haben gefragt, was ist eigentlich mit der SPD? Wollten die nicht einen Beschluss fassen im Dezember noch vor Weihnachten zu den Anträgen, die im Bundestag vorliegen, zu unserer Petition, die immer noch nicht verabschiedet wurde sozusagen oder über die noch nicht abgestimmt wurde? Die SPD hat sich nicht im Dezember mehr durchringen können, einen Beschluss zu fassen. Mehrere Arbeitsgruppen haben aber positive Beschlüsse gefasst. Und jetzt hoffen wir beim DHV, dass im Januar die SPD-Bundestagsfraktion mal Farbe bekennt. Erstes Thema ist mal wieder unsere Weihnachtsspendenaktion vom DHV, die nach wie vor bombastisch läuft. Bis zum 2. Januar haben sich da 2683 Menschen beteiligt. Das sind schon ungefähr doppelt so viele wie letztes Jahr. Und dabei sind 91.409 Euro bisher zusammengekommen. Die Aktion läuft noch bis zum 15. Januar. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch 100.000 zusammen. Da bin ich mal gespannt. Wir sind jetzt quasi in den letzten Tausendern dahin. Also wer noch mitmachen will, wer auch bei unserem Gewinnspiel noch was gewinnen will, möge das tun. Die Infos dazu auch wieder in der Videobeschreibung. Jetzt folgen einige Nachrichten, fast alle international, bis auf eine, die zeigen, wie stark das Geschäft mit Cannabis weltweit mittlerweile anzieht und wie sehr das auch die Entwicklung befeuert Richtung mehr medizinisches Cannabis bis hin zur Legalisierung. Und die erste Nachricht ist die aus Deutschland. Und zwar ist es so, dass der kanadische Cannabiskonzern Nuvera bereits eine Halle baut, um Cannabis anzubauen, medizinisches Cannabis in Deutschland anzubauen, obwohl die Lizenzen dafür noch gar nicht vergeben sind. Also auch Nuvera hat keine Lizenz dafür. Trotzdem bauen die jetzt eine 8000 Quadratmeter große Halle in der Nähe von Neumünster. Und da wollen die erstmal medizinisches Chili anbauen, sagen die. Also was es alles gibt, ja, habe ich noch nie was von gehört. Aber das kann man wohl zum Beispiel in Wundpflastern oder in Wärmepflastern verarbeiten und so weiter. Ist quasi eine Notlösung, ein Notfallplan, falls die Lizenz nicht bekommen. Die dürfen noch nicht mal öffentlich sagen, dass sie sich beteiligen an der Ausschreibung, aber das tun sie offensichtlich und wollen in dieser Halle eigentlich Cannabis anbauen. Da werden also schon mächtig Fakten geschaffen sozusagen. Dann ist es mit der Ernte 2020 vielleicht auch gar nicht so unrealistisch. Ein Konkurrent dieser Anlage ist einerseits Nuvera selbst, weil die auch importieren von Cannabis aus. Die bauen auch gerade in der Nähe von Hamburg ein großes Lager, wo sie dann zwischenlagern können, ihre Ware, um das dann in Deutschland zu verteilen. Aber auch Israel wird wohl noch dieses Jahr mit ein bisschen Glück auf dem Plan auftreten, sozusagen als Importeur nach Deutschland. Bisher sind es ja nur Kanada und die Niederlande, die uns versorgen hier, unsere Patienten versorgen in Deutschland. Und die Diskussion in Israel wird schon länger geführt. Die israelischen Firmen haben ja jede Menge Know-how im Anbau von Cannabis und in der Forschung. In der medizinischen Cannabisforschung sind sie eigentlich weltweit führend und bekannt dafür. Von daher wird auch in Israel schon lange darüber diskutiert,
ob da nicht auch exportiert werden soll in die ganzen neuen Märkte, die jetzt überall entstehen. Und bisher hat das der Ministerpräsident persönlich scheinbar verhindert, Herr Netanyahu. Das scheint nicht mehr aktuell zu sein. Und das Parlament, die Knesset in Israel, hat jetzt einstimmig beschlossen, dass der Export von Cannabis geregelt werden soll. Und jetzt müssen die nur noch die konkreten Regeln festsuchen, Lizenzen vergeben, Firmen prüfen und so weiter. Aber man geht davon aus, dass das noch in 2019 jetzt losgeht, dass Israel zum Exporteur von medizinischem Cannabis wird. Ein weiteres Land hat Cannabis als Medizin legalisiert, endgültig jetzt auch schon nach längerer Diskussion. Thailand ist im Boot jetzt und auch da hat die wirtschaftliche Nutzung eine erhebliche Rolle gespielt in der ganzen Diskussion. Thailand ist jetzt Vorreiter in Asien. Thailand hat Tradition im Anbau von Cannabis und will im Prinzip jetzt auch ein großes Stück vom Kuchen abhaben im internationalen Cannabis-Business sozusagen. Und diese thailändischen Firmen und Thailand an sich, die wollen sich auch wehren gegen die Vorherrschaft ausländischer Unternehmen, auch was Patente zum Beispiel angeht, die sie da nicht vergeben wollen. Und ein Abgeordneter hat noch gesagt jetzt, diese Gesetzesänderung sei ein Neujahrsgeschenk an die Bevölkerung. Und es soll vor allen Dingen Menschen mit chronischen Schmerzen helfen. Jetzt muss nur noch bestimmt werden, wie der Anbau genau konkret geregelt werden soll. Auch Südkorea scheint übrigens vorwärts zu kommen in Sachen Cannabis als Medizin. Da gibt es schon jede Menge Presseberichte, die haben Cannabis als Medizin legalisiert. Ich bin mir da nicht so sicher. Das Letzte, was ich da gesehen habe, war, dass da noch irgendwie der letzte Schritt fehlt, die Unterschrift vom Präsidenten oder so ähnlich. Und in einem Artikel war nur die Rede von nicht halluzinogenen Dosen von Cannabis. Was immer das bedeuten soll, sehr CBD-lastig dann oder minimale Dosierung, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Südkorea auch auf dem Vormarsch und Asien tritt jetzt insgesamt zunehmend auf den Plan. Noch eine höchst wirtschaftsmäßige Nachricht ist die, dass die weltgrößte Brauereigruppe ins Cannabis-Geschäft einsteigt. Und zwar die Brauereigruppe Anheuser-Busch. Die haben eine Forschungsallianz mit dem Cannabis-Hersteller Tilray gemacht jetzt. Und da soll es darum gehen, nicht alkoholische Getränke mit THC und CBD zu entwickeln. Das bezieht sich erstmal nur auf Kanada, das Ganze. Da ist ja beides legal sozusagen. Und ja, wäre im Prinzip auch möglich, da Getränke mit THC herzustellen und zu verkaufen. Und noch eine Geschichte mit riesiger wirtschaftlicher Bedeutung hat sich ereignet. Präsident Trump hat das Gesetz unterschrieben, mit dem Nutzhanf in den ganzen USA legalisiert wird. Es gab auch da schon einige Bundesstaaten der USA, die da schon entsprechende Beschlüsse hatten. Aber das Ganze ist nicht so richtig in Schwung gekommen wegen dem nationalen Verbot in den USA. Und das ist jetzt Geschichte. Bei uns in Deutschland und ganz Europa ist es ja schon viel länger so, dass Nutzhanf mit geringem THC-Gehalt angebaut werden darf von Landwirten, auch verarbeitet werden darf und so weiter. Aber so richtig den Schub hat diese ganze Nutzhanf-Geschichte noch nicht bekommen, die der Hanf eigentlich wert ist, die ihm zusteht sozusagen als extrem guter Biorohstoff mit extrem starken Wachstumsraten, wenig Düngerbedarf und so weiter. Hanf ist sehr vielseitig verwendbar, aber wie gesagt, in Europa nicht so richtig vorwärts gekommen. Und ich glaube, wenn die USA da jetzt loslegen, wenn die ihr ganzes Kapital und Know-how und ihren Erfindungsgeist da reinlegen, dann werden die richtig Gas geben, jede Menge neue Produkte erschaffen und einen Riesenmarkt in den USA erzeugen. Und das wird vermutlich sich irgendwann auch in Deutschland bemerkbar machen. Bleiben wir noch kurz in den USA. Da gibt es jetzt zunehmend auch Konsummöglichkeiten vor Ort. Es ist ja bisher so, dass diese ganzen Legalisierungen in den einzelnen Staaten den Konsum vor Ort in den Geschäften und so weiter nicht vorsehen und dass da halt nur Abgabestellen gibt im Prinzip, Fachgeschäfte, wo man sich Cannabis kaufen kann. Aber es ist schwierig, das dann irgendwo zu konsumieren, weil die USA ja auch strenge Rauchergesetze haben und man darf auch nicht auf der Straße rauchen zum Teil und so. In Hotels darf man nicht rauchen, alles schwierig. Und Medienberichten zufolge gibt es aber bisher 7 offizielle Lounges in den ganzen USA, insbesondere in 3 Städten, San Francisco, Oakland und Denver, wo man eben auch vor Ort konsumieren darf.
Und da hat jetzt Alaska die Regeln für den Konsum vor Ort festgelegt. Da war nämlich als Ausnahme bei den Volksabstimmungen tatsächlich auch der Konsum vor Ort mit drin, sozusagen im Paket, anders als bei den anderen. Und die haben jetzt bis jetzt sich Zeit gelassen, das zu regulieren und klarzustellen, wie das genau funktionieren soll. Das heißt, in Alaska wird es demnächst einige Konsummöglichkeiten vor Ort geben. Aber jetzt kommt auch West Hollywood ins Spiel. Die wollen nämlich jede Menge Raucherlounges haben und haben tatsächlich jetzt vor, 2x8 davon, also mehr als bisher in den ganzen USA überhaupt existieren, alleine in West Hollywood einrichten, nämlich 8 Lounges oder Cafés, wo nur Edibles konsumiert werden dürfen und weitere 8, wo jede Konsumform möglich ist. USA Go Coffee Shop. Die letzte Nachricht, kommen wir wieder ein bisschen zurück nach Europa. Es gibt eine neue Untersuchung über Cannabisprodukte in der EU und es geistert mal wieder, wie schon so oft, die Nachricht durch die Gegend, dass der THC-Gehalt in Cannabisprodukten stark gestiegen ist. Von einer Verdopplung ist die Rede von 2006 bis 2016 in dem Zeitraum. Und das hören wir immer mal wieder. Das ist teilweise durchaus fragwürdig auch aus verschiedener Hinsicht, zum Beispiel was die Untersuchungsmethoden angeht, so wie in Berlin angeblich jetzt mal 44% THC-Gras irgendwie aufgetaucht sein soll. Gibt es gar nicht. Keine Ahnung, wie die darauf kommen. Aber interessant an der ganzen Sache, das Interessanteste, was ich da rausgelesen habe, ist, dass auch das Haschisch stärker werden soll im Moment zur Zeit. Und bis jetzt hat man meistens ja sowas vor allen Dingen über Marihuana gehört und die ganzen Berichte haben auch völlig ignoriert dabei, wo sie dann die dramatischen Steigerungsraten im Marihuana irgendwie festgestellt haben, dass ja früher viel mehr Hasch geraucht wurde, was ja von sich aus stärker ist als Gras und die Leute umgestiegen sind von Hasch auf Gras. Und wenn dann das Gras stärker geworden ist, ist vom THC-Gehalt her gar kein großer Unterschied. Interessant ist aber eben, Hasch ist auch stärker geworden und zwar deutlich. Und das spricht dafür, dass da sich nicht nur was getan hat beim Indoor-Anbau von Marihuana, was ja in Europa hauptsächlich passiert, Niederlande und Co., sondern auch in den traditionellen Herkunftsländern, insbesondere Marokko. Da werden offenbar andere Sorten angebaut. Auf jeden Fall kommt auch da scheinbar stärkeres Zeug rüber, was die meisten vermutlich als steigende Qualität betrachten, die es einfach auch besser finden. So. Im Zweifelsfall raucht man halt weniger davon, die meisten freuen sich drüber. Wichtig ist letztendlich aber nur, was ist mit dem CBD-Gehalt? Wenn der THC-Gehalt steigt und der CBD-Gehalt sinkt, dann kann es dazu führen, dass mehr Leute Cannabis nicht vertragen, da komisch draufkommen und so weiter. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Der Bericht selbst ist auch nach Ländern der EU aufgeschlüsselt, wo diese Daten zusammengetragen worden sind. Ich habe es jetzt nicht über Weihnachten alles gelesen. Ich verlinke das aber unter dem Video, wie immer, in der Videobeschreibung. Und wer möchte, wer sich dramatisch interessiert, kann sich daher mal durchforsten und gerne in den Kommentaren hier die detaillierten Erkenntnisse reinschreiben. Und damit komme ich zu ein paar Terminen. Langsam geht's los im Jahr. Alles Ortsgruppentermine. Am Montag, 7. Januar, trifft sich die Ortsgruppe Rhein-Neckar in Heidelberg. Am Mittwoch, 9. Januar, trifft sich die Gruppe in Halle. In München trifft sich die Gruppe am Sonntag, 13. Januar. Und in Wuppertal, Dienstag, 15. Januar. Überall sind neue Mitstreiter willkommen. Geht mal hin, schaut mal, ob ihr nicht auch ein bisschen an der Legalisierung mitschrauben könnt. Und das war's für heute von der ersten Sendung 2019. Ich wünsche euch ein geruhsames Jahr und einen schönen Abend.